Siehst du das? Da läuft Geld. Diese Menschen wollen etwas verändern, sich engagieren, die fühlen sich ungerecht behandelt, in ihrer Freiheit beraubt, die haben die Schnauze voll von Wissenschaft und Mainstream-Vernunft. Wenn du denen sagst, es gibt gar keine Pandemie, dann glauben die dir das. Und wenn du denen sagst, der Drosten ist an der Pandemie schuld, dann glauben die dir das auch. Und dafür würden die auch Geld ausgeben. Die müssen nur wissen, wie zieht man ihnen das Geld aus der Tasche. Klagen könnte man. Die Leute könnten direkt gegen die Maßnahmen klagen. Ist aber viel Arbeit und hat bisher nicht gut funktioniert. Na gut. Sie könnten auch auf Schadensersatz klagen. Das dauert länger, bis man eine Entscheidung hat. Und wen willst du verklagen? Ist doch egal, gegen wen. Am besten gegen Drosten, den hassen die doch sowieso. Aber der hat doch nur beraten, dafür haftet er doch nicht. Schon gar nicht gegenüber Dritten, es sei denn, man könnte ihm Vorsatz nachweisen. Super, so machen wir das. Die da glauben das. Ist aber trotzdem viel Arbeit und Prozesskostenrisiko. Wenn jemand 20.000 Euro Schaden hat, dann kostet das durch drei Instanzen etwa 21.000 Euro Kosten. Und dann verklagen die uns, wenn wir Quatsch empfehlen und das schief geht. Und das wird ja schließlich. Nee, das machen wir natürlich nicht. Wir sind ja nicht blöd. Also wir nicht. Dieter, wie wäre es denn mit einer Sammelklage? Gibt es in Deutschland nicht. Aber in Amerika. Aber nur für Amerikaner. Dann klagen halt Amerikaner und wir sagen den Deutschen, sie können sich vielleicht anschließen. Das ist doch Quatsch, das glauben die uns doch nicht. Die sagen, dass der PCR-Test auch in den USA angewandt wird. Damit hat man dann einen Gerichtsstand. Das hat doch der Supreme Court schon entschieden. Doing Business muss den Schwerpunkt bilden. Da hatte selbst eine Mercedes-Niederlassung nicht ausgereicht. Wie soll das denn bei Drosten reichen? Ist doch egal. Bis ein Gericht das entscheidet, haben wir ja schon 3.000, 4.000 Kläger. Die zahlen das doch nicht. Wir nehmen Vorkasse. Cash. 800 Euro, ansonsten ist man raus. Dann wollen die ihr Geld zurückhaben. Ja, wir machen einfach eine Vertretung für anonyme, nein, unterstützende Anwälte und sagen nicht, wer die sind. Die anonymen Anwälte, die haben dann die Haftung und die müssen dann das Geld auch zurückzahlen und wir sind nur Vertreter. Am besten, wir suchen uns auch dafür einen Strohmann, der keine Reputation zu verlieren hat. Aber das merken die doch. Das merken die nicht. Die glauben alles, was wir denen sagen. Wir sagen, wir müssen die Anwälte schützen. Die in Amerika auch. 10.000 Anwälte, das macht 8 Millionen Euro. Dafür kann man sich etwas ins Zeug legen. Dafür erzähle ich auch jede Menge Mist. Wetten, die machen damit